Felix Hemka, Musiker und Künstler, bin seit 2012 in der AKW und mache mit Elke Kunst. Ich bin Elke Werneburg und die Initiatorin hier der Autokulturwerkstatt. Ich bin Künstlerin, aber ich manage halt auch diesen Betrieb und mache da ein ganz vielfältiges, buntes Programm jährlich mit Musik, von Punk bis Proust gibt es hier alles. Also es gibt Lesungen und Musik. Diese Autokulturwerkstatt, die gibt es schon 20 Jahre und immer noch kommen Leute und sagen, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Ja, und Autokulturwerkstatt, weil hier mal eine Autowerkstatt drin war und aber auch, weil wir autonome Kunst machen. Ich bin eine Handwerkerin und mache gerne vor allen Dingen auch Recyclingkunst. Also alles, was man dann hier später sehen wird, das ist weggeworfenes Zeug. Irgendwo von der Straße oder auch noch hier aus dem Haus. Und so. Also jedenfalls, das wird dann zusammengebaut und es entsteht was Neues daraus. Ja, und wir haben immer schon relativ gute Erfahrungen damit gemacht, so ein bisschen hier auf die Räume zu reagieren, waren auch teilweise an anderen Räumen, hatten noch andere Kunstprojekte, wo wir die Räume bespielt haben. Das ist so ein bisschen eine unserer Spezialitäten. Wir haben gebrainstormt, was wir für die Nachtansichten machen und hatten uns schon so ein bisschen darauf festgelegt, Autokulturwerkstatt, vielleicht nehmen wir das Auto mal wieder ein bisschen ernst und so und gucken, wie wir das interpretieren können. 2 Wochen später sagt Elke, weißt du was, ich glaube, ich würde gerne den Parkplatz besetzen. Und ja, habe ich gesagt, finde ich super, wenn du das machen möchtest, ich mache mit. Hier sind ja auf der Straße eben ganz viele Fahrzeuge, das heißt Stehzeuge eigentlich, weil die stehen rum. Jedes Auto wird, glaube ich, eine Stunde am Tag bewegt, eine Stunde, die andere Zeit steht es rum. Also hier wohnen 4 Leute, ja. 4 Personen und wir haben keine Autos schon seit Jahren. Da fahren alle Fahrrad oder gehen zu Fuß. Braucht man hier in der Ecke nicht. Ist nicht nur, dass wir jetzt hier was gegen Autos machen wollen, sondern es geht tatsächlich auch ja darum, dass wir die Stadt verschönern wollen. Ja. Ne? Und den Menschen, die hier so rundherum, die hier vorbeikommen, auch die Möglichkeit geben wollen, dass die sich da hinsetzen können und kommunizieren. Die Assoziation, die wir auch hatten, schon auch vorher mit den Autos und allem, war auch so ein bisschen so ein Gegenüberstellen von auf der einen Seite so ein bisschen so eine 50er-Jahre-Idylle von, jetzt habe ich hier Wohlstand und jetzt habe ich hier mein Auto. Auf der anderen Seite ja aber das Parkplatz wieder zum Parkplatz machen. Also im Sinne von Park mit einer Parkbank, so wie wir hier uns in einem künstlichen Parkplatz befinden. Ich habe da immer irgendwie so eine gescheckte irgendwie Picknickdecke mit einem Picknickkorb und eben einem Teich und Entchen drin und so ein bisschen so ein kitschiges Idyll von einem Park, also so ein überzeichneter Park eigentlich. Und es ist auch für den Artenschutz, finde ich, ungeheuer wichtig, dass hier das ganze Grün ist. Es ist nicht nur, ne, nicht nur Anti-Auto. Ich wünsche mir ja wirklich, dass auch Leute, Nachbarn hier das annehmen. Ne? Ja, natürlich. Für die soll das ja auch die Idylle sein. Ja, die sollen gerne da draußen sitzen, aus den Nachbarn, die keine Gärten haben oder keine Balkone, wenn die das nutzen, die sich da hinsetzen und dann ein bisschen plaudern. Also ich kenne so viele Leute auch gar nicht hier. Gibt's übrigens, hier sind schon immer irgendwelche Menschen, die da ihr Bier trinken morgens früh. Sie werden da sicherlich auch auf dem Platz sitzen, hoffe ich jedenfalls. Und wenn noch ein paar mehr Bienen kämen, fände ich auch gut. Das fände ich auch gut. Das ist natürlich auch eine symbolische Aktion. Hey, man kann auch den Parkplatz fürs Auto wieder zu einem Parkplatz im Sinne von für Menschen machen. Und zum anderen kann man da ja auch die Fantasie mit einem durchgehen lassen, sagen, wenn jetzt alle Leute ihre Parkplätze besetzen, dann haben wir ja die autofreie Stadt. Das wäre natürlich der Traum. Also dann hätten wir hier ein anderes Stadtbild, was wir uns auch wünschen würden.